Tag Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 mit eurem Spooky VR 4. Waren wir stehen geblieben, wir haben die Kurbel gedreht, wir haben die ersten Maldit besiegt, die uns das Leben zur Hölle gemacht haben. Dann sind wir über die Brücke drüber gegangen, die wir jetzt wieder neu erstellt haben. Und ja, da haben wir, da sind wir kaputt gegangen beim ersten Versuch. Und jetzt versuchen wir es noch einmal auf ein neues. Warte mal, hier lang, ne? Ja, diesen Steg haben wir herausgekurbelt. Und jetzt kommt nochmal wieder so ein... Ja, genau, so ein Licker Maldit. Habe ich ihn tot? Ich weiß es nicht. Ja, scheint so. Wunderbar. Okay, dann sind wir jetzt rüber auf der anderen Seite. Da kommt nochmal ein Arschloch. Kopf weg. Penner. So, hier können wir drunter... Kann man nicht. Okay, Fehlinformation. Hat so gewirkt. Jetzt wäre da noch was Geheimes. Da kommen wir jetzt in dieses Bootshaus, in dieses Ominöse. Ich will gar nicht rein unbedingt. Ja. Keine Ahnung, was da uns auf uns wartet. Auf jeden Fall steht es gar nicht mehr so gut um uns. Kein Heilmittel mehr. Ein bisschen Muni. Ein bisschen Granatwerfer-Muni. Ja, gut. Das haben wir auf jeden Fall noch. Wir haben auch noch Magnum-Muni, aber keine Magnum. Ja, Kraut, juhu. Das ist auch schon mal schön. Was haben wir hier? Flintenmuni nochmal. Okay, also so viel dazu. Hier erwartet uns wohl ein Boss. Bin ich mal jetzt ziemlich sicher. Jetzt haue ich das Ding einfach kaputt. Wenn jetzt ein Sprengsatz drin gewesen wäre, dann hätte ich gerade den Controller gegen die Wand geboxt. Die ganze Zeit war keiner drin, ne? So, was haben wir hier? Psycho-Scheiße. Oh je, yeah. Oh je. Yeah. Ja, drei Granaten auf einer Stelle. Ich ahne Böses. Sollen wir hier speichern? Weiß nicht. Speichern nicht gerne. Ich gerade erst einen Kontrollpunkt hatte. Was wir auf jeden Fall definitiv machen mit der Chemikalie, ist klar. Und Grünkraut verbinden. Weil, ja, alles andere kommt mir nicht in die Tüte momentan. Ja, haus rüber. Schießpulver wollen wir auch momentan nicht. Wie viele antike Münzen haben wir? 5. Granaten haben wir ein paar. Wir können jetzt gucken, was haben wir noch? Hatten wir noch irgendwie... Ja, den Brenner. Starke Erste-Hilfe-Arznei. Die kommen, die holen wir auch mal mit. Ich glaube, jetzt geht's ab. Pistolenmuni holen wir mal mit. Starke Chemikalie. Flüssige Chemikalie. Okay, die holen wir auch mal mit und kombinieren die mit Schießpulver. Ja, machen wir auch mal Vorbereitungen, wenn wir schon hier sehen. Verbesserte Pistolenmuni gibt das. Stimmt, so war das. Ja, okay. Muni wird es wohl nicht liegen. Unbedingt. Würde ich jetzt nicht so behaupten. Was haben wir noch? Haben wir irgendwas Interessantes? Noch eine flüssige Chemikalie. Die könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Nur wüsste ich jetzt nicht, warum. Ja. Aber doch Festbrennstoff vielleicht noch ein bisschen an den den Flammenwerfer noch mitnehmen. Weiß nicht. Weiß nicht, ob der uns jetzt was bringt. Eigentlich ist das Ding ja schon geil, ne? Das werden wir vielleicht anstatt die Pumpe mitnehmen. Wir legen die Pumpe mal weg. Haben zwar genug Muni dafür, aber ja, dann machen wir auch noch ein bisschen Brennstoff mit. Wo ist die flüssige Chemikalie hier? Kombinieren wir. Nicht tauschen, kombinieren. So. Haben wir auch wieder ein bisschen Granatwerfer. Ach, da haben wir das Fernrohr und alles. Okay, nur nicht sauber, glaube ich. So, Flammenwerfer ist gefüllt. Granatwerfer ist gefüllt. Okay. Und wie sieht es denn mit der anderen Muni aus? Dabei. Kann da zwei Granaten gleichzeitig rein? Ne, auch nur eine. Ah, jetzt sind sie aber immer gefüllt, oder was? Ja. Na gut, wenn man so umtauscht, sind sie eh gefüllt. Okay. Pistolenmuni. Nachladen. Verbesserte Pistolenmuni. Einladen. So. Will hier gar nicht mich lumpen lassen. Ich glaube, uns erwartet jetzt was Ekliges. Ich habe gemeint, ich hätte auch ein Mr. Everywhere hier irgendwo gehört, aber... Ne, ich glaube, das sind die Treppen, die so quietschen. Hier ist nochmal so eine Jacke. Ich will die anziehen.
Weil ich sehe keinen Mr. Everywhere und ich glaube, der hört sich auch anders an. Oh! Ach, guck mal da oben, ey. Starke flüssige Chemikalie, Spaltmittel und flüssige Chemikalie. Oh, fast übersehen. Dabei stehen sie eigentlich so auf dem Präsentierteller. Aber vielleicht genau deswegen, ne? So. Das. Warte mal, was gibt denn. Was gibt denn. Starke flüssige Chemikalie und das Brennstoffmittel? Also der Festbrennstoff. Gibt es Flammengranaten? Jo. Ah, da haben wir jetzt ja schon mehr als ein Stack. Ist ja krass. Okay, Spaltmittel brauchen wir jetzt auch nicht. Super, würde ich sagen. Da sind wir gerüstet. Und ja, auf. Weiter geht's. Auch mal so eine hässliche Tür. Ja, jetzt kommen wir in den Abstellraum erstmal. Oh. Oh, fuck. Das ist so einfach. Mia. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Muss ich die jetzt erst holen, oder was? Was ist das hier? Ein Rucksack? Aber nicht meiner. Okay, haben wir losgeschnitten. Was ist mit ihr? Ja, ich muss wohl die Materialien holen. Ich hol die Materialien, die du wolltest. Keine Ahnung. Kann ja anscheinend nichts machen. Ich könnte so frei schießen, ja. Aber wir holen einfach mal die Dinger. Vielleicht brauchen wir die ja wirklich. Müssen wir die ihr zeigen. Oh Mann, mir kraut's davor irgendwie. Wo ist denn das Teil jetzt? Die Serie Kopf. Den Arm, den hatten wir doch auch. Oder haben wir den haben wir doch, ja. Kann ich die auch kombinieren? Nee. Was brauche ich noch für das Serum? Kein Plan. Jetzt erwartet uns bestimmt Abfuck. Ich sollte jetzt doch speichern eigentlich. Vielleicht besser. Nee, ich kann auch so nichts machen. Wo geht's hier weiter? Geht nicht weiter. Sachen in den Rucksack legen. Okay. Ja, was soll ich machen hier? Keine Ahnung. Kann ja höchstens doch sie losschneiden, oder? Sie ist doch auch hier. Dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ach so. Ja, doch. Das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut. Wir haben genug für zwei. Okay. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber... Keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Okay. Soll ich das jetzt nehmen oder kann ich auch was anderes machen? Ne, ich muss es wohl nehmen, ne? Hey, eins davon ist meins. Oh Gott. Schlepp deinen Arsch zurück ins Haus! Um dich kümmere ich mich später! Hohoho. Ach du Scheiße! Jack is back! Es ist schlimm genug, dass du meine Tochter wegnimmst!
Was machst du denn gegen mich? Meine Beine, Fleisch und Blut! Das nervt langsam, Jack! Oh, scheiße. Hier, die Augen müssen wir bestimmt treffen. Alter, ist das ein Riese. Okay, der hat mehrere Augen, ne? Aber wir haben ihm, glaube ich, ein bisschen zugesetzt. Ja, toll. Flintenmuni ohne Ende. Super, dass ich die Flinten nicht dabei habe. Wow, was war das? Ah, der hat wieder was abbekommen, deswegen fällt er hier runter. Anscheinend haben wir ihn erwischt. So. Oh. Komm, Junge. Ja. Auge. Kratz ab. Penner. Boah. Dann werfen wir es gleich leer. Blöder Penner. Ja, das Auge hat es gekostet. Oh Mann. Der gibt. Oh ja, siehst du, da kannst du auch nicht blocken. Kriegst du voll ab, den Scheiß. Objekte im Inventar und der Inventarbox verwalten. Okay. Nee, nochmal starten. Wo auch immer. Ja, ziele auf seine glühenden Augen. Immer auf die glühenden, okay. Habe ich mir ja schon gedacht. Ja, einen Versuch haben wir noch. In dieser Folge. So. Immer auf die glühenden Augen, also. Die sind doch alle glühend, oder? Aha. Das hat schon mal direkt getroffen. Oh! Komm, lass mal gucken. Mach mal die ganze Flintenmuni, die ist tolle. Mal hochgehen. Oh Mann. Können wir hier oben noch looten? Gucken, vielleicht finden wir ja noch Medizin oder sowas. Nur Flintenmuni, toll. Gut, dass ich die Flinten nicht dabei habe. Jawohl, da war erste Hilfe. Lad nach. So. Nachladen. Ja. Das hat ihm wieder wehgetan, ne, als das Auge nach der Zeit abgefackelt ist. Oh, Mist. Aber das hat auch gesessen, obwohl wir irgendwas haben wir getroffen. Also das Feuer macht Damage anscheinend nach der Zeit auch. Was natürlich gut für uns ist, wenn wir... Oh. Da haben wir... Genau da hat es der wehgetan, ne? Penner. Jetzt los. Mal drauf, jawohl. Das hat ihm noch mehr wehgetan. Jetzt dreht er schon durch. Aber so langsam geht uns die Muni hier aus mit dem Granatwerfer. Aua. Nein! Scheiße. Was für ein Kack. Oh. Da unten war sein Auge. Komm, wechsel die Muni. Neue Granate. Gucken, was die hier so bewirkt. Jawohl, auch nicht schlecht. Hat auch irgendwie richtig reingehauen. Also hat zumindest mal so den visuellen Effekt gehabt.
Alter, Alter. Nee, danke. Kein Interesse. Schleimbolzen. Hau ab, zeig mir dein Auge. Oh, das ist gerade geplatzt oder so. Muss gucken, wann das Auge in seinem Kopf hier anfängt zu leuchten. Weiß momentan noch nicht. Ah, da unten war noch was. Das hier. Jawohl. Schöner Treffer. Hit mit der verbesserten Pistolenmuni. Was? Ich wünsche, ich wäre nie geboren. Ich wünsche mal, du wärst nie geboren. Das sind so meine nächtlichen Träume. Nee, mach ich nicht. Willst du nicht so einfach machen, du Vollidiot. Und zeig dein Auge. Boah, geiler Treffer. Aber die Hitbox ist auch nicht ohne. Denn ich habe eigentlich nicht wirklich getroffen, meiner Meinung nach. Aber ich habe auch nicht Laurentius Kraft berechnet. Huhu, komm her, komm her. Was ist los? Oh. Nee, bleib lieber. Wo ist denn dein Auge? Hör auf, so ekelhaft meinen Namen zu sagen, du Arschloch. Mag ich nicht. Ja, geh nochmal runter, das ist mal lieber. Ich würde mal gerne wissen, wo sein Auge ist. Da war. Nee. Ich sehe kein Auge mehr, Leute. Du bist jetzt Teil der Familie. Ich bin kein Teil der Familie, Arschloch. Nicht deiner. Never. Das hier wird keine Resident Evil Love Story. Alter, wo ist denn dein Scheiß? Da unten, oder? Was da? Was da? Ja. Oh, verdammt. Ja, da oben kannst du jetzt umhauen, wenn ich unten bin. Hey, wo ist denn das Ding? Du hättest dich einfach nur den Tod hin. Das ist natürlich doof, jetzt einfach mit der Uni hier drauf zu ballern. Boah. Ich find's nicht. Einfach mal. Da unten. Alter. Ja. Oh, nein. Guck mal nochmal die Supermuni. Da. Jawohl. Treffer. Komm, zeig dein Auge. Wo ist es? Ist es nochmal? Jawohl. So langsam müsste es aber auch mal down gehen, oder? Ja, er ist schon dann ganz schön am Ausrasten. Oh, er ist am Sterben. Oh, nee, doch nicht. Es war eine Verarschung. Nein. Boah. Heilen, 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 heilen. Boah. Ich sollte ihr Vater sein. Schon mal gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass du nie geboren wärst. Ah. Halt du doch still. Jawohl. Ja. Yeah. Ist jetzt endlich mal soweit. Ist er jetzt down? Jetzt scheint so. Habe ich alles gesehen. Noch auf Nummer sicher gehen, ey. Ethan, hi, Zoe. Oh, oh. Jetzt? Oh nein. Du willst, dass ich ihn heile? Ja, dann kann man ihn erst töten. Boah. Ich weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Boah. Ja. So war doch die Mami auch. Ja.
Komm schon, Mia wartet auf uns. Wir haben nur noch ein Serum. Scheiße. Fuck it. Muss noch ein bisschen Wut rauslassen. Weil er mit die Hälfte des Games auf den Sack gegangen ist. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo bin ich? Aha. Okay. Außenbereich. Und dann gucken wir uns den Clip an und dann werden wir auch beenden. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Scheiße. Ja. Mia, das wollte mich umbringen. Zoe hat mir immer geholfen. Aber Mia ist ja auch nicht im Besitz ihrer Kräfte. Aber Zoe hat schon immer gegen die Familie gearbeitet. Mia hat die Kinder gebracht. Mia ist mein Schatz. Zoe ist eine Unbekannte. Scheiße, ey. Tut mir leid, Zoe. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Tut mir leid, Zoe. Ja, das war echt eine schwere Entscheidung, Leute. Wie gesagt, Zoe hat auch uns von vornherein geholfen und unterstützt, ne? Ethan? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Ethan. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Wow. Wow. Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Lukas. Was zum Teufel? Was ist das? Ach, was ist das? Mami. Jetzt spielen wir Mia, oder? Oder ist es so? Nee, das war doch Mia, oder? Ja, drauf her. Ah, wir fangen besser an zu laufen. Und hier. Seltsame Flasche. Okay, wenn hier kein Speicherstand ist, werde ich gleich noch weiter eine Folge aufnehmen. Aber
Wir sehen uns das nächste Mal in Resident Evil 7. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Macht euch einen schönen Tag. Euer Spooky Fire. Outside in the all black rock. Tip rolled up in the mouth. Setting out.